Ja, wem von uns ist noch nicht sein Velo geklaut worden? Also mir ist es schon persönlich zweimal passiert. Und neben dem Frust, dass das Velo dann eben einfach nicht da steht, wo man es doch hingestellt hat, kommt dann dazu, dass man noch Zeit damit verschwendet, das Ganze bei der Polizei zu melden. Dabei könnte man das eigentlich heutzutage ganz bequem von zu Hause aus machen mit der App Swiss ePolice. Was diese App heute schon kann und was sie vielleicht auch in Zukunft noch können wird, das wird uns Bilal Riefert von der BEDAG Informatik AG erzählen. Und zum Anfang gerade mal Film ab für die Swiss ePolice App. Und das ist Paula. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt im Stadtzentrum und fährt sehr gerne und oft Fahrrad. In diesem Jahr wurde ihr schon dreimal das Fahrrad gestohlen. Doch gerade heute sollte sie ihren Sohn pünktlich vom Fußball abholen und hat keine Zeit, eine Anzeige auf der Polizeistation aufzugeben. Doch für das haben wir die perfekte Lösung für Paula, die ePolice App. Mit der ePolice App kann sie schnell und einfach die Diebstahlmeldung vollziehen. Außerdem wird die Meldung direkt der Versicherung weitergeleitet. Somit kann sie ihren Sohn gleichwohl noch rechtzeitig abholen. Verwende jetzt auch du die ePolice App. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zur heutigen ePolice Präsentation. Wie ihr auch schon im Video gesehen habt, kann man mit ePolice unter anderem einen Diebstahl melden. Bevor ich jetzt zu meiner Präsentation komme, tue ich doch schnell ganz kurz mehr vorstellen. Mein Name ist Bilal Riffat. Ich arbeite seit über einem Jahr bei BEDAG Informatik AG und das als Solution Engineer. Ich habe über 14 Jahre Informatikerfahrung und dann starte ich doch mal meine Präsentation. Kommen wir ganz zur Agenda. Ja, die Agenda sieht so aus, dass wir. Sorry. Die Agenda sieht so aus, dass wir die Firma vorstellen. Anschließend zeige ich mal, was das Swiss ePolice alles kann. Ganz wichtig in der heutigen Digitalisierung sind die Schnittstellen zu anderen Systemen. Natürlich schauen wir, was wir noch in der Zukunft erreichen wollen. Am Schluss können wir dann gemeinsam ein paar Umfragen beantworten. Und wenn ihr noch Lust habt, dürft ihr mir selbstverständlich Fragen vorstellen. BEDAG. BEDAG ist eine Berner Informatikfirma, die gibt es seit 40 Jahren. Wir arbeiten seit 40 Jahren hochsensible Daten. Mit hochsensiblen Daten arbeiten wir, es ist ganz wichtig, wir decken den ganzen Lebenszyklus von A bis Z abdecken. Wenn ihr eine Software von uns kaufen wollt, können wir die entwickeln, betreiben und auch warten. Das ist ganz wichtig. Wir legen den BEDAG auf öffentliche Verwaltung. Legen wir den Fokus auf öffentliche Verwaltung, weil wir auch im Kanton, zu 100% im Kanton Bern gehören, haben wir über 77% von unseren Kunden in der öffentlichen Verwaltung. Das ist auch so, dass wir durch das ein sicherer und ein zuverlässiger Partner sind. Ganz wichtig, in der IT muss man immer up-to-date bleiben. Natürlich versuchen wir immer, moderne und etablierte Technologien zu nutzen. Und sicher auch für die Daten, ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich Daten bei uns auch in der Schweiz bleiben und auch je nach Kundenbedürfnis auch verschlüsselt ist. Das auch bei ePolice zum Beispiel. Kommen wir doch zur Organisation. Was ist ePolice eigentlich? ePolice müsst ihr euch so vorstellen, ist ein digitaler Polizeiposten. Man muss nicht vorbeigehen, sondern man kann die Anzeige digital von zu Hause abgeben. Wo wird es eigentlich genutzt? Es ist so, dass wir es momentan bei 15 Kantonen haben und bei 2 Stadtpolizeien. Ihr seht, blau ist alles angekreist, was schon verwendet werden. Wir hoffen natürlich, dass wir es bei weiteren Kantonen einsetzen können. Ganz wichtig, wie kann ich es nutzen? Es ist so, dass das Endgerät nicht wichtig ist. Für uns ist es wichtig, dass ihr einfach eine Internetverbindung habt und auf einen Browser kommt, sei es Natel oder auch
irgendein Laptop oder so. Das Ziel von unserer Swiss E-Police, ganz wichtig, nebst der Digitalisierung, ist natürlich, dass man online schnell eine polizeiliche Anzeige machen kann. Ihr müsst wirklich nicht vor Ort gehen und das sagen, ihr könnt alles online machen. Wir unterstützen auch den Bürger, die richtige Anzeige richtig einzugeben. Ihr werdet dann in der Demo sehen, dass wir dann wirklich Bürger Step-by-Step durchführen. Und auch die Polizei kann durch das natürlich den Prozess optimieren und das Ganze automatisieren. Das heisst, weniger Papier, gleich mehr Digitalisierung. Und zu den Schnittstellen kommen wir ja näher. Dort ist sicher ein wichtiger Punkt, das Ganze mit den Versicherungen werden wir dann auch noch anschauen. Ja, kurz gefasst zusammen kann man sagen, wir tun den Bürger bei seiner Kommunikation mit der Polizei, Behörden und Versicherungen unterstützen. Da hat Kapo Bern auch eine gute Aussage. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung in der Schweiz. Ja, kommen wir doch zu unserer Demo. Es ist so, dass es für mich auch heute speziell ist. Darum habe ich mich entschieden, das Demo nicht am System, sondern an Folie durchzuführen. Bin ich einfach sicher gegangen, dass alles gut klappt. Und ja, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr sicher auf das System zugreifen. Das ist in Betrieb. Es wäre www.swiss-epolice.ch. Wenn ihr am PC seid oder auf dem Laptop, seht ihr es dann so, wie ihr es jetzt seht. Oder ihr könnt natürlich auch auf dem Nattel drauf, der ist ein bisschen komprimierter. Natürlich gibt es auch eine App für das, für Android oder auch Apple-Geräte. Könnt ihr im App Store das Ganze abladen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr auch eine gute Bewertung abgeben. Also, fangen wir doch an. Ich habe mich entschieden, dass wir die Mobile-Ansicht sehen. Und es ist so, dass man, wenn man auf die Hauptseite kommt, muss man sich erst anmelden. Würde man sich oben beim Männchen klicken und dann müsste man auf das Anmeldungsfenster gehen. Und dort ist es dann, wie bei jedem Tool, muss man sich erst registrieren. Und am Schluss bekommt man einen Registrierungslink. Wenn man den klickt, kann man sich dann anmelden. Wenn man sich angemeldet hat, kommt man wieder auf die Hauptseite. Auf der Hauptseite oben rechts bei diesen drei Strichli ist das Hauptmenü. Das Tool gibt es in drei Sprachen, da könnt ihr es anpassen. Deutsch, auf Französisch oder Italienisch. Weiter kann man noch gewisse weitere Informationen vom Tool haben. Sicher auch wichtig, wir unterstützen nicht nur, sondern sind zertifiziert für Barrierefreiheit. Wenn ihr fachliche oder technische Fragen habt, könnt ihr natürlich Kontaktformular ausfüllen. Und das Tool ist nicht nur für den Bürger, sondern für Organisationen. Für die ist es manchmal auch gäbig, wenn sie ein Organisationskonto haben mit ein paar Mitarbeitern, die verschiedene Rollen haben. Die können auch bei der Sachbeschädigung ist das sehr beliebt. Kommen wir doch mal, was kann das Tool alles? Ihr seht hier sechs Kacheln. Die zwei obersten, links oben Notfall und Polizeipostensuche, sind eher informativ. Die links oben Notfall sind einfach die wichtigsten Nummern, die ihr seht. Und Polizeipostensuche arbeiten wir mit Google zusammen. Wenn ihr dort draufklickt und auf Bern, dort Bern eingebt, könnt ihr näher. Seht ihr alle Polizeiposten. Wenn ihr näher auf der Karte dort auf einen Polizeiposten klickt, seht ihr Öffnungszeiten, Telefonnummer und auch die Adresse, damit ihr gehen könnt. Die nächste Diebstahlanzeige, das führen wir näher zusammen durchführen. Bei der Sachbeschädigung ist es so, wenn ihr irgendeine Schmiererei habt oder irgendetwas kaputt gegangen ist, könnt ihr dort Sachbeschädigung anzeigen. Wenn euer Kontrollschild verloren gegangen ist, könnt ihr das auch melden. Bei Waffenerwerb und Übertrag ist es so, dass man Waffenerwerb melden kann. Oder auch wenn man eine Waffe einer anderen Person verkaufen will, kann man das auch über die E-Police melden. Man muss das Gesuch stellen. Also, tun wir doch mal die Digitalanzeige durchgehen. Wir klicken das mal und dann kommen wir auf, fragt ihr das Tool, was ist denn gestohlen worden? Wir haben gesagt, wir wollen Fahrrad oder Mofa. Dann klicken wir weiter. Und ganz wichtig, man muss in der Schweiz wohnhaft sein. Und sonst kann man das nicht durchführen, sonst kann man nicht weiter.
Und dann sieht ihr bei Kanton, wenn ihr jetzt auf einen Kanton geht, der noch nicht dabei ist, dann muss man. Dann kann man einfach auf Polizeisuche dort gehen und auch suchen, aber man kann nicht weiter. Da wir jetzt in Bern sind und Bern mitmacht, kann man da weiterklicken. Und dann kommt man dann auf die ersten Informationen, die man da muss lesen muss. Das sind Hinweise zu den Dokumenten. Kann man dann weiterklicken. Und ganz wichtig, wenn euch etwas geklaut wurde und ihr irgendeinen Hinweis habt zur Tat, dann müsst ihr die Polizei informieren, weil die müssen dann Spurensicherung machen oder auch die müssen vorbeigehen und ihnen Sachen bringen. Wichtig ist, wenn ihr wirklich euer Velo hat abgestellt dort, wo immer, und am nächsten Morgen ist es nicht mehr dort, dann habt ihr ja keine Ahnung, dann könnt ihr da wirklich alles Nein klicken und weiterfahren. Ganz wichtig, Nutzungsbedingungen wie überall durchlesen, dann das auch selektieren, dass ihr einverstanden seid, dann mit weiter kommt ihr dann zu den Ereignisangaben. Dort ist wichtig, dass ihr wirklich alles wahrheitsgetreu angebt, dann auch das Datum. Und dann geht ihr weiter zu den Fahrradangaben. Dort könnt ihr alle Marken, die meisten Marken gibt es auch, könnt ihr da alles angeben. Und weiter runter scrollen. Da ist ein wichtiger Punkt Versicherung. Jetzt sind wir gerade dran, dass ihr auch eure Versicherungspolice und Versicherung könnt angeben könnt, dass ihr das mitbekommen. Und dann könnt ihr noch Kosten eingeben, wenn ihr die Quittung. Wenn ihr hier weiterklickt, dann seid ihr auch schon beim Ende. Am Ende ist es so, dass ihr eine Zusammenfassung nochmal alles seht, was ihr gemacht habt und eingegeben habt. Dann könnt ihr runterscrollen. Falls ihr etwas anpassen wollt, könnt ihr dann auf Anpassen klicken. Und wenn nicht, und wenn ihr unten ankommt, könnt ihr die Meldung abschicken. Und dann ist die Anzeige auch schon durch. Ihr könnt natürlich die Anzeige jetzt weiterverfolgen auf eurem Profil. Wenn ihr oben wieder zum Männli kommt, könnt ihr dann auf meine Meldungen. Und ihr seht dort die Meldungen. Ich hoffe, ihr werdet nicht 29 Meldungen haben. Das ist die Testumgebung. Das ist so, wenn ihr auf meine Meldungen klickt, dann könnt ihr dann alle Meldungen sehen und ihr seht auch Status. Es gibt manchmal, dass die Polizei die Anzeige nicht akzeptiert. Dann braucht es weitere Infos oder einfach sind falsche Informationen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir der Status freigegeben worden. Wenn ihr näher draufklickt, dann seht ihr, habt ihr drei Sachen, die ihr machen könnt. Das erste ist eben PDF abladen. Es gibt Versicherungen, die noch nicht mitmachen und die das wollen. Dann kann man das abladen und denen schicken, dass ihr eine Anzeige gemacht habt. Wenn ihr eben etwas noch müsst nachschicken oder irgendeine Information, die euch noch in den Sinn kommt, könnt ihr gerne da noch erfassen. Und falls ihr am nächsten Tag das Velo wieder findet, könnt ihr auch den Fall wieder rufen. Ganz einfach. Das wäre eigentlich schon die Demo gewesen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne am Schluss stellen. Kommen wir doch zum anderen Thema. Ganz wichtig bei der heutigen Digitalisierung sind die Schnittstellen mit anderen Systemen und anderen Branchen, dass man die zusammenführt. Sicher auch unser Hauptaugenmerk, die Versicherungen. Unser Ziel ist nicht, dass man verschiedene Systeme oder Tools muss Sachen eingeben, die ähnliche Informationen. Schön wäre doch, wenn der Bürger das Ganze auf e-Police eingeben kann, gibt eine Versicherung an, welche das ist, Policenummer. Wir schicken das automatisch der Polizei aus Anzeige und der Versicherung nach aus Fall. Und im besten Fall tut die Versicherung bearbeiten und schickt euch das Geld. Das wäre so Gedanken, die wir auch streben, und dort sind wir auch dran, das Jahr schon intensiv mit der Versicherung angeschaut, und wir erhoffen uns dort, dass wir auch weitere Fortschritte machen können. Und das Ziel wäre natürlich, dass alle Kantone und alle Versicherungen mitmachen. Jetzt schon arbeiten wir mit Verwaltern zusammen. Alle Verwalter, die mit der Verwaltungssoftware Puracita zusammenarbeiten, können schon auf ihrer Software Anzeige angeben, alle Informationen hinzufügen, und dann wird das automatisch via Schnittstelle gibt's Anzeige über Swiss E-Police. Dann muss man nicht zweimal oder dreimal eine Meldung geben, dann weiss der Verwalter, hat alles vor sich und hat auch die Anzeige, und im besten Fall bekommt er dann auch das Geld. Zukunft. Was wollen wir in Zukunft?
Es ist so, dass wir eng mit der Polizei zusammenarbeiten und das Tool auch weiterentwickeln. Momentan ist Terminvereinbarung eine Option, wo wir zusammenarbeiten. Es ist so, dass wir die Polizei nicht alles einfach online angeben kann. Es gibt Fälle, wo man muss vorbeigehen muss. Zum Beispiel Ehrverletzung. Das ist ein heikles Thema. Da kann man wirklich bei unserem Tool kann man Informationen, Vorinformationen schon ausfüllen und einen freien Termin suchen. Dann tut das eure Polizei die Arbeit erleichtern. Sie haben schon Vorinformationen und wissen, der kommt dann und dann. Es kommt nicht einfach einer und er ist nicht mehr frei oder muss er lange warten. Und so erleichtern wir das Ganze auch für den Bürger und für die Polizei. Und da sind wir jetzt gerade dran. Weitere Projekt ist auch das Projekt EU-Waffenrichtlinie. Das hat sich geändert. Und dort schauen wir auch, dass man Synergien voneinander von Gebrauch machen kann. Es ist so, dass wir das Ziel haben, dass wir das Ganze auch mit Swiss E-Police realisieren können, dass das ganze Waffenrichtliniengesetz auch von unserem System läuft. Und da haben wir auch viel mehr Vorteile für beide Seiten. Und das Dritte wäre, wir in der BEDAG haben selber ein Innovation Desk. Und dort haben wir gewisse Projekte, wo wir einfach mal Ideen sammeln. Auch ich habe ein Projekt bei Swiss E-Police, wo wir einfach mal das Ganze anschauen, was kann man da noch machen. Klar, von einer Idee wird nicht automatisch das Ganze realisiert, weil man muss viel analysieren, man muss schauen, was der Kundennutzen ist und so weiter und so fort. Aber alles fängt ja mal mit einer Idee an. Und darum haben wir hier drei Ideen, die wir heute einfach mal vorstellen wollen. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob es jetzt weitergeführt wird oder einfach schnell wieder mal nichts passiert. Das Erste, das Portemonnaie-Verlust. Wir müssen uns vorstellen, das Portemonnaie geht verloren. Ist sicher schon, ich hoffe, nicht jedem passiert, aber es kann mal passieren. Was macht man? Das Erste, was man macht, Kreditkarte sperren. Dann Bankkärtli, vielleicht hat man noch ein zweites. Dann hat man ID, was hat man noch? Was hast du noch auf deinem Portemonnaie? mal sicher meine ganzen restlichen Ausweise, die ich noch so brauche, aber vor allem die ganzen Karten, oder? Das ist schon der wichtigste Teil. Ja, aus dem raus. Und dann musst du überall entweder anrufen oder wenn du eine App hast, musst du überall canceln und dann sagen, ich habe es verloren und dass sie das neu schicken. Schön wäre doch, wenn man ein Tool hat, alle Branchen zusammengenommen hat. Und mit einem Klick würde man automatisch all die Kärtchen sperren und dir ein neues schicken. Wäre doch toll, oder nicht? Mhm, absolut. Und das Nächste, was wir uns überlegt haben, Schadensmeldung in der Öffentlichkeit. Ich kann mir vorstellen, da läuft bei der Gemeinde durch und ich sehe jeden Tag irgendein Schild, das kaputt ist. Oder auch, jetzt, wenn es schneller dunkler wird, sieht man es ändern, irgendein Licht nicht geht. Die Gemeinden haben immer genug zu tun. Die merken es nicht sofort. Aber du nervst dich jeden Tag, wenn du dort durchlaufen musst. Also hat ja jeder ein Nattel. Das Ziel wäre, dass man dort eine App hat und einfach mit dem Nattel ein Foto machen kann. Die App würde erkennen, wo man sich ist. Und dann würde man es automatisch Gemeinde melden. Und dann können sie auch, wäre das eine Hilfe für sie und würde sicher auch etwas machen dagegen. Das wäre das Erste. Das Dritte ist, Veranstaltungen oder Demos bei Gewerbepolizei melden. Sicher spezielles Thema momentan, aber es braucht es auch. Momentan läuft es so, dass man ein PDF ausfüllen muss und dann schickt man das Gewerbepolizei, beziehungsweise das PDF ausfüllen. Man muss es ausdrucken, handgeschrieben ausfüllen, unterschreiben. Man schickt es der Gewerbepolizei, die schauen es an, oh, da fällt das, dies, das, und dann schickt sie es zurück. Und dann gibt es hin und her mit der Bürokratie. Das Ziel wäre doch dort auch, wie bei Swiss E-Police, den Bürger führen. Der digital das Ganze kann er eingeben, kann er schauen, ist der Standort schon frei, den Termin fixen. Und er, heutzutage, digitale Signatur ist gang und gäbe. Also, das könnte man dann, müsste die Wertpolizei nur noch bestätigen am Schluss. Und dann, wenn man im nächsten Jahr gleich ein Event wieder hat, oder kann man Copy-Paste und dann Datum ändern. Ganz einfach heutzutage. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt erwarte ich Feedback von euch. Wir haben hier ein paar Sachen erzählt und eine ganz kurze Umfrage mit ein paar Fragen. Und bin ich gespannt, was zurückkommt, weil das ist immer spannend für uns. Mal schauen, was der Bürger
eigentlich von diesen Sachen halten. Genau. Bilal, du hast ja auch gesagt, also beantwortet doch diese Umfrage. Es ist für Bilal auch wichtig. Er will die Antworten wirklich wissen. Mhm. Und während wir die Umfrage starten, beantworten wir auch gleich noch parallel ein paar Fragen, die in den Chat reingekommen sind. Das heißt, ich würde sagen, ihr könnt mal losklicken. Die erste Frage ist nämlich, kennt ihr Swiss ePolice schon? Ich persönlich kannte es nicht vor dem heutigen Tag. Ich weiß nicht, Bilal, woran liegt es, dass es so wenig bekannt ist? Ja, erstes Mal, es ist ja neu. Wir haben ja neu mit der Pilotphase, haben wir es vielleicht seit einem Jahr. Und auch solche Events tragen auch zu dem, dass wir es ein bisschen bekannter machen können. Es ist auch wichtig, dass man da dranbleiben muss. Und es hat heutzutage so viele Informationen in der Digitalisierung. Jeder versucht etwas. Und darum muss man schauen, die hilfreichen Sachen auch finden können. Super. Dann die zweite Frage ist, würdest du oder würden Sie in Zukunft Swiss ePolice für ein Handy- oder Velodiebstahl verwenden? Ja, und das passt auch perfekt zu einer der Fragen, die wir nämlich bekommen haben. Wie viel wurde das denn schon benutzt oder wie viele Vorfälle wurden denn schon so gemeldet? Das ist so, seit wir eben, das braucht ein Jahr etwa, haben wir schon 35'000 Fälle schon generiert und auch über das ePolice gelaufen. Es ist ein sehr guter Wert für so ein neues Tool und darum erhoffen wir uns eben, dass das weiterhin noch mehr gebraucht wird. Ja, eigentlich erhoffen wir ja, dass das nicht passiert, aber leider ist es halt so, dass man es braucht und darum wollen wir den Leuten auch Erleichterung mit dem geben. Super. Unsere dritte Frage ist ein bisschen in Bezug auf das, was Bilal uns auch gezeigt hat, wo geht die Zukunft von Swiss ePolice hin? Nämlich, welche der Ideen, die jetzt vorgestellt wurden, findest du gut und würdest du auch in Zukunft Swiss ePolice dafür verwenden? Das eine ist eben der vorgestellte Portemonnaieverlust oder Diebstahl, die Schadensmeldungen der Öffentlichkeit, Veranstaltungen oder Demo bei Gewerbepolizei melden oder nichts von all dem. Und auch da haben wir eine spannende Frage aus dem Publikum. Vielleicht ein Hinderungsgrund, wieso jemand das nicht benutzt heute. Mhm. Und zwar unsere Frage ist, wieso wird die Swiss-ID nicht unterstützt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich, ich kann nicht alles antworten, aber das sind ja zwei verschiedene Portale, zwei verschiedene Informationsorte. Und ich denke mal, das müsste ich wirklich abklären. Das habe ich mich jetzt gar nie gefragt, wieso man nicht Swiss-ID braucht. Weil das für mich nie ist in Frage gekommen. Aber solche Events sind gut, dass man solche Fragen beantworten kann. Aber man sieht dann bei der vierten Frage sieht man dann meine E-Mail-Adresse. Der das interessiert, kann man das gerne fragen, weil das würde ich angehen. Weil die Frage stelle ich bei mir intern weiter, weil das finde ich eine super Frage. Merci vielmals. Ich könnte auch weiter solche Fragen beantworten. Ich hoffe, ich kann noch ein paar beantworten, aber meine E-Mail sieht ihr dann. Und wer das wirklich wissen will, kann man schreiben und ich werde das sicher beantworten. Sehr schön, also ihr habt das alle gehört. Nicht nur die Umfrage gibt es zu beantworten, sondern am Ende der Umfrage könnt ihr auch direkt Bilal eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Und ihr merkt es, die Inputs werden aufgenommen. Das heißt, euer Input ist wirklich auch gefragt. Und auch wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die uns gerne noch im Chat stellen. Vielleicht noch eine Frage an dich. Was ist die Erfahrung von denen, die es bis jetzt genutzt haben? Was habt ihr da für Feedbacks bekommen? Also 90% oder 95% ist immer positiv. Es ist leider so, dass man das nicht automatisch immer sieht. Aber man sieht ja, dass der Ablauf, wie es ist gegangen, wie lange das man hatte und so. Daten, was sie eingeben, sehen wir ja nicht. Aber man sieht, wie der Prozess läuft. Und da geht niemand auf die Seite und sagt, ah, super Tool und so. Darum wäre es cool, auch bei einer App wirklich eine Rückmeldung zu geben. Man sieht nur, wenn es etwas nicht gegangen ist, sieht man die Rückmeldung. Aber meistens liegt es dann leider ein Benutzer oder irgendwie hat es einen Hänger bei sich. Und ja, da haben wir immer die Standardsachen, hat er schon mal aktualisiert. Oder ja, das sind halt die gängigen Sachen, wo wir immer müssen mit dem umgehen müssen. Der Frust, wie so oft in der IT, man hört eigentlich nur, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht wenn irgendwas gut läuft. Du hast uns ja ein paar Beispiele gezeigt, von welchen zukünftigen Anwendungen es geben könnte für die Swiss-ID. Ja. Gibt es auch Sachen, wo ihr dachtet, das ist eine verrückte Idee, aber das machen wir ganz sicher nicht? Oder was war so Ideen, die ihr schon hattet und verworfen habt? Ja, es gibt immer viele Ideen. Es ist so, dass man immer muss schauen, ob man etwas Neues, den Rat neu erfinden oder etwas, was es gibt. Und der Fokus ist dort wichtig, ob man jetzt auf Geld verdienen will oder etwas Unglaubliches entwickeln will, wo investiert wird.
Ja, etwas ganz wichtig. Ja, das kann ich bringen. Es ist so, das ist nicht Neues, aber einfach zum Geld verdienen. Wenn jemand jetzt einen Diebstahl von einem Handy melden würde und am Schluss, wenn er das abgeschickt hat, könnte man dem ganz schön eine Werbung einschalten. Das neue iPhone 12 ist gerade draussen mit einem super Angebot, das nur heute zählt. Da könnte man mit Werbung einschalten sehr viel Geld machen und sehr einfach. Aber solche Sachen kommen natürlich nicht in Frage bei uns. Und dann werden wir sicher in Zukunft auch nicht so einfach Geld verdienen. Es geht wirklich um, dass man für einen Bürger etwas Nutzen hat und nicht einfach ja, schnell mit Daten und Werbungen Geld machen. Das ist so. Super. Wir haben ja gefragt, was unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wofür sie die Swiss ePolice App nutzen würden oder für welche Idee sie es am spannendsten fänden. Und die überwältigende Mehrheit wird gern ihren Portemonnaieverlust oder Diebstahl auf der Swiss ePolice App melden. Das sind wirklich 77%. Ein paar wenige die Schadensmeldung in der Öffentlichkeit. Ja. Ich weiß nicht, was ist das denn zum Beispiel? Das Graffiti, was kann ich noch als Schadensmeldung haben? Ja, oder irgendwie ein Trottoir irgendwie kaputt gegangen oder irgendein Hydrant oder so, alles Mögliche. Ja. Und ja, die Veranstaltung oder Demo bei der Gewerbepolizei, das will dann doch niemand melden. Ja. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, ich sympathisiere ja meistens mit den Demonstranten, da will man ja gar nicht melden. Ja. Es gibt halt Gesetze und Regeln und drum. Aber ich kann es verstehen, dass das erste und beliebteste ist. Das wäre auch mein Favorite. Ja. Sehr schön. Das heißt, was ist für euch das, was du jetzt hier mitnimmst? Was wirst du mitnehmen zum Swiss ePolice weiterentwickeln? Ja, dass man natürlich weiter das Ganze tut, weiterentwickeln, sicher die Schnittstellen. Das mit Swiss ID finde ich sehr interessant. Und das mit dem Portemonnaie interessiert mich auch am meisten. Das ist sicher ein langer Weg, mit all diesen Branchen zusammenhocken und dort eine gute Lösung zu finden. Aber ich nehme das gerne mit. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, wenn wir Zeit haben, könnt ihr es jetzt noch stellen im Chat oder auch mir per Mail. Ihr solltet jetzt die dort im Chat sehen. Super. Nein, im Chat haben wir leider keine Zeit mehr. Bei uns geht es schon wieder rasend weiter. Der kurzlebige Input zum Swiss ePolice.